Ja, wow, Rita Messmer, jetzt haben wir schon eine ganze Woche zusammen verbracht. Du hast diese Windelfrei-Woche mega schön begleitet mit all deinen wertvollen Inhalten. Herzlichen Dank dafür schon mal. Wir konnten verschiedene Bereiche besprechen, den gastrokolischen Reflex, Ausscheidungsreflexe, Hello Nappy generell und die Führung der Eltern und die drei Monatskoliken. Es war sehr interessant. Und jetzt meine Frage an dich. Was ist nachher die Ernte davon, wenn ich ab Geburt weg abhalte und das in mein Leben einbeziehe mit meinem Baby? Ja, vielen Dank für die Frage und vielen Dank für auch die ganze Woche, die Begleitung. Ja, das ist ja, Hello Nappy ist ja eingebettet in ein pädagogisches Konzept. Es ist ja nicht abhalten hier und die Pädagogik irgendwann an einem anderen Ort, sondern es ist eine Einheit. Und deshalb möchte ich vielleicht auch hier am liebsten einfach ein Video zeigen, wie sich Kinder entwickeln, wenn man sie abhält, wenn man sie führt, wenn man auf den gastrokolischen Reflex reagiert, den Ausscheidungsreflex und alle diese biologischen Anlagen eigentlich richtig stimuliert. Und ja, zeige ich doch am liebsten gleich mal ein Video, wie sich das dann anfühlt oder ansieht oder anhört. Sehr gerne. Es macht einfach Freude. Es berührt das Herz. Es ist so stimmig. Es ist einfach voll mit Liebe. Voll für die Bewunderung, was uns die Biologie in die Wiege gelegt hat. Mehr lässt sich dazu nicht sagen. Vertrau dir und deinem Baby, sei gelassen und strahle Sicherheit aus und freu dich mit deinem Baby. Gib deinem Baby die Würde, nicht in seinen Ausscheidungen liegen zu müssen. Und wenn du mehr wissen willst, lies das Buch oder schau bei EPM herein. Auf ein gutes Gelingen, Hello Nappy. Der biologische Weg für dein Baby. Ja, danke Rita für das schöne Video. Echt ganz herzlich, das zu sehen, wie das dann klappt. Und auch Rita und ich bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Bitke, Griseldis und Janina für diese Windelfreiwoche. So ein wichtiges Thema und danke, dass ihr das ins Leben gerufen habt, dass wir dabei sein durften und euch unsere Inhalte nahe bringen. Falls es euch auch Spaß gemacht hat und ihr euch weiter informieren möchtet, am 20. Mai bietet EPM, unsere Schule, den Basiskurs an. Dort wird eben, wie Rita vorher erwähnt hat, die Pädagogik behandelt und ist unser Grundkurs, die Basis für alles für Hello Nappy. Und nachher geht es weiter im Herbst mit einem dreitägigen Kurs, wo du sogar ein Zertifikat bekommst und alle wichtigen Inhalte zu Hello Nappy vermittelt werden. Also wir freuen, wenn wir dich dann begrüßen dürfen und dich weiter begleiten.
Rita, danke dir nochmals viel, vielmals für all dein Wissen, was du mit uns geteilt hast. Und ich freue mich schon bald wieder auf das nächste Gespräch mit dir. Schaut wieder mal auf unserem Kanal vorbei, hier auf Instagram oder Facebook. Wir freuen uns auf euch. Ja, und dann auf Wiedersehen. Tschüss, mach's gut. Danke.